Hallo, willkommen zu meinem nächsten Let's Play Projekt Teenage Mutant Ninja Turtles Fall of the Foot Clan. Ja, 1990 von Konami entschieden und hier haben wir auch schon das Intro, was automatisch abläuft. Ich bin von Kidnapped by Shredder, was auch sonst. Und Turtles, you must save Apple. Ja, das ist so im Prinzip das Intro, unser Auftrag und alles andere zusammen. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Wir drücken Start. Wir können hier quasi schon sofort in die fünfte Stage gehen, aber das muss nicht. Wir fangen bei Stage 1 an. So, ja, wie gesagt, Turtles sollte jeder, der so um die 20 ist, auf jeden Fall kennen. Wer nicht, eine kleine Einweisung. Die Turtles sind vier mutierte Schildkröten, die von ihrem mutierten Rattenmeister Splinter ausgebildet worden sind. Sie sind nach, italienischen Künstlern benannt, zum Beispiel Leonardo nach Leonardo da Vinci, Michelangelo nach Michelangelo Buonarroti oder so ähnlich und Raphael nach Raphael Santi und Donatello nach dem Donato di Nico di Beto Bordi, glaube ich, oder so ähnlich. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Kunst nicht aus. Ja, am tollsten ist Donatello, also machen wir mit dem einfach mal das erste Level. Start? Gut, Start. Ja, was macht man hier? Man ist eine Schildkröte, man ist Donatello, man hat einen tollen Bullstab. Die anderen haben auch einzigartige Waffen für sie und wir prügeln hier Foot Clan, irgendwas Leute tot. Ja, ganz lustig. Und fliegen. Stirb. Ja, wir können in der Luft treten, wir können auf den Boden gehen und Sterne werfen. Schuriken oder so in der Art. Ja, und wir haben als tolle Waffe den Bullstab. Wir sind Schildkröten, die sich von Pizza ernähren, was für Schildkröten eigentlich nicht so toll ist. Das stirbt. Ja. Aber das kommt ja darauf gar nicht an. War hier was? Ja, hier war was. Hier ist ein Bonuslevel zum Beispiel. Es gibt überall so Bonuslevel. Keine Ahnung warum, aber es gibt sie. Was sollen wir machen? Meister Splinter erzählt uns was. 10 chances to find the secret number. Okay, wir müssen jetzt hier Nummern eingeben und wir haben 10 Versuche, die Nummer rauszufinden. Tolles Bonus-Game, wir fangen einfach mal mit 500 an, weil das die Mitte ist. Ja. Okay, die Zahl ist größer, als sie sein sollte. Dann gucken wir mal bei 300. Die ist immer noch größer. Und bei 200? Immer noch. Und bei 100? Kleiner. Suchen wir mal 150 raus. Immer noch kleiner. 200 war größer, 100 war kleiner. Dann gucken wir nochmal bei 75. Immer noch. Bei 80. Ja, wir schaffen das nicht. Ich sehe das schon. Also irgendwas mit 190 anscheinend. Ah, jetzt ist sie wieder größer. Also doch mit 80. 85. Ja, jetzt wird schwer. Jetzt wird kleiner. Also kann es von 89 bis 86, 87 alles sein. Dann probieren wir einfach mal 87. Okay, es war 86. Dumm. Egal. Wir töten einfach weiter Foot Clan Leute. Ja, wie wir schon im Intro erfahren haben, müssen wir Apple O'Neil retten, die von Altkanzler Meister Gerhard Gazprom Schröder gefangen genommen wurde. Ja, oder auch für Leute, die die alte Zeichentrickserie kennen, Schrottfresser. Ja, die kindische Zeichentrickserie. Ach, sie ist trotzdem toll. Ich gucke sie immer noch gerne. Die ist wirklich episch. Jeder, der sie nicht gesehen hat, sollte sie sich mal angucken. Von den drei Realfilmen ganz zu schweigen, die auch einfach nur genial sind. Ja, hier gibt es auch noch andere Dinger. Hier zum Beispiel diese lustigen Felsen, über die man rüberspringen darf, und Fledermäuse. Aber hauptsächlich diese komischen laufenden Metallhühner und Foot Clan Leute wird man sehen. Gab's hier nicht auch noch irgendwie? Ja, da gibt's auch noch ein tolles Bonus-Level. In der ersten Stage kenne ich die auch noch. Ich kenne das Spiel nämlich ein bisschen. Power up, leave one remaining. Okay, wir sollen lustige Dinge auswählen. Und Frank verwirren. Wie machen wir das denn? Müssen wir da unten einfach... Ach so, zwei übrig. Kann ich 4 wegnehmen? Ah, Mist. Er hat mich. Wenn ich das, dann nimmt er 4 weg. Ach, verdammtes Mistvieh. Warte, wir lassen ja auch 2 übrig. Ja. Ach nee, so nicht. Haha, wir haben Klang ausgetrickst.
Egal, ja. Quang, das lustige, wabbelnde Gehirn. Wir haben gewonnen. Wir kriegen dafür neue Bonuspunkte. Ja, wie schon gesagt, das Spiel ist für den Gameboy. Wir haben ganze vier Graustufen, womit das dargestellt hier. Das heißt, eine weiß, eine grau und eine schwarze und noch eine andere Graustufe. Ursprünglich war es ja auf dem echten Gameboy schön grün. Aber was will man machen? Den Luxus haben wir hier nicht. Ja, viel zu sagen gibt es dazu nicht. Hier gibt es jetzt noch lustige Footleute, die auf Trikes rumfahren oder sowas in der Art. Oh, es ist einfach nur episch. Besonders die Musik. Lauschen wir hier kurz, während ich Leute zusammenfüge. Ah, Autos. Ja, genug gelauscht. Man wird den Rest haben wirklich auch so noch dran. Es ist einfach nur genial. Ich werde... Ich glaube, ich habe es schon mal in letzter Zeit gespielt, also wüsste... Zu Meister Schröder komme ich ganz gut. Der macht mich dann aber für gewöhnlich erstmal rund. Weil ich keine gute Taktik gegen ihn habe, außer sinnlos draufdrücken und dabei zu sterben. Juhu, ich hoffe, man sieht die Grafikfehler nicht so. Ja, Stierpfliege. Ja, was gibt es? Schredder hat natürlich seine netten Lakaien dabei. Ja, der Vorführeffekt mal wieder. Pizza, nein, geh nicht weg! Ach Mist, hier kann man die nicht mit der Waffe essen wie im zweiten Teil. Ja, der zweite Teil kommt auch noch. Beim dritten für den Gameboy bin ich mir nicht ganz so sicher, weil den letzten Kampf kann ich da nicht. Jo, wir sind wieder in der Kanalisation. Hier. Gab's hier nicht auch noch irgendwas? Nein, anscheinend nicht. Ja, wir sind ziemlich träge für eine Ninja-Schildkröte. Aber wir essen ganz viel Pizza. Naja, Pizza halt. Man kann einfach nicht nein sagen. So, hier unten gab es auch noch ein Bonuslevel, wenn ich mich nicht täusche. Oh, ja. Mal schauen. Hit 6 Targets. Okay. Schaffen wir auch. Los, komm. Ja, man kann sich nur in zwei Achsen bewegen. Und man kann auch nicht beide gleichzeitig bewegen. So, eins brauche ich noch. Ja, es kommen aber noch ein paar Bälle. Ah, die richtige Position gefunden. Naja, bis auf zwei alle bekommen. Sechs brauchte ich. Was will man mehr? So, wir kriegen dafür wieder ein bisschen Leben. Ja, da oben sind Hühner und... Ah, es hat mich gebissen. Noch eine Pizza. Ja, mit dem Trittsprung kann man ziemlich viel kaputt machen. Es fallen noch Steine nach unten. Na, das wird später auch noch verhängnisvoll. Wenn ich mich nicht täusche, es gibt keine Löcher des Todes in diesem Spiel, wo man reinstürzt und tot ist. Glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Au. So. Ja. Donato di Nico. Ibuto irgendwas. Schon wieder vergessen. Verdammt. Ja, was gibt's dazu noch zu sagen? Wie gesagt, es gibt ja zusätzlich zu den Realfilmen. Also drei Stück sind das. Die zwei handeln um Schredder. Zwei handeln um Schredder und die eine Kapuzzi kloppen und dritte gilt um Zeitreisen und ist noch trashiger als die ersten beiden. Was nicht schlechtes heißen soll, aber die ersten beiden sind besser. Oh, wir sind auch schon kurz vom Endboss der ersten Stage. Ja, wen haben wir da? Locksteady. Okay, man kann ihn nicht mit Sternen abwerfen. Er hat aber ein relativ einfaches Bewegungsmuster, wenn ich mich nicht täusche. Ja, er schießt immer und dann kann man ihn treten und er hat eh nur 5 Kugeln Lebensenergie. So. Tot ist er, wir klappen noch nach. Ja. Was war denn das zweite noch? Also den zweiten Boss weiß ich noch, aber das zweite... Was haben wir denn da? The enemy must be near. April is screaming. Was ist das? Ja, wir sehen das schöne Bild. Ja, wir können wieder was aussehen. Dann nehmen wir jetzt mal Raphael. Er benutzt übrigens als Waffe die, habe ich extra nochmal eine halbe Stunde drüber nachgedacht, bevor ich das angefangen habe, weil mir der Name nicht eingefallen ist. Er benutzt die Sei oder sowas in der Art. Das ist so eine komische, Gabel mit einem längeren Zacken in der Mitte. Im zweiten Teil, also im zweiten Teil auf jeden Fall, da gibt es auch noch, aber man darf nicht aufstehen, wenn man da drunter ist, wenn man sonst zerquetscht wird. Im zweiten Teil, im Gegensatz zum ersten hier, Back to the Stewards, der zweite Teil, da hat es auch eine Auswahl, welchen man hat. Also,
waffentechnisch, weil mit dem Seil greift man wesentlich schneller an im zweiten Teil.